So geil. Hi Leute und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Channel. Wir sind heute im Bikepark Bärfelden unterwegs und heute ist Sponsors Meeting mit Norbert hier am Start. Norbert, würde ich sagen, ist sein Home-Bikepark, kann man eigentlich sagen. Ja. Also er kennt sich hier ganz gut aus, er wird mich jetzt mal durch die Strecken führen. Ich war hier noch nie, gute Gelegenheit, dass wir das gleich so verbinden können. Ich habe übelst Bock, wir haben übelst Bock. Willst du noch was sagen? Ja, herzlich willkommen auch von mir hier, Norbert von vibesbrand.de. Cool, dass blende ich euch hier nochmal ein. Wir haben das schon länger geplant und jetzt ist es soweit, heute hier zusammen Fahrrad fahren, mega cool. Ich würde sagen, jetzt wird nicht mehr viel geredet, jetzt gehen wir Fahrrad fahren. Also viel Spaß mit dem Video, los geht's. Nachdem wir uns hier hinten, wie ihr gerade schon gesehen habt, eingefahren haben auf der blauen Strecke, geht es jetzt hier mal in die schwarzen und roten Lines, die Red Bridge, die Gravity, die Wall ist eine extra Line sozusagen, ja, Victor auch und ganz rechts die Jumpline. Ja, wir fahren jetzt in die Gravity, hast du gesagt? In die Gravity Line, okay. Genau. Jo, los geht's. Let's go! Hat schon gesagt, Alter! Geht's hier lang?
Also Leute, ich habe gerade schon gesagt, es ist echt verrückt, wenn man die Strecke noch nicht kennt und dann hier im Wald Sonne, Schatten und dann Norbert noch vor einem. Also ziemlich cool angelegt. Man hat halt einfach hier 1000 Varianten, die von jeder Seite kommen. Und das ist schon irgendwie echt lustig und man muss halt erstmal klarkommen, wo es da lang geht. Aber macht schon ziemlich Bock, ziemliches Geschredder. Und jetzt geht's in die nächste Piste. Let's go! So Leute, wir stehen wieder oben. Äußere Line, Jumpline. Wir rollen direkt mal in das obere Stück. Let's go! Leute, ihr habt sicherlich schon vorhin an meiner Stimme gehört, ich bin ein bisschen erkältet. Deswegen suchen wir uns jetzt mal Schatten, machen erstmal eine kurze Pause. Fazit bisher, als ich vorhin die Jumpline gesehen habe, war ich mir nicht sicher, ob die heute gehen wird. Aber man tastet sich natürlich langsam ran. Ich finde es ziemlich heavy im Wald mit der Belichtung, Sonne, Schatten, überall die kleinen Wurzeln, wenn man es nicht kennt, wo was ist. Aber so bockt es mir schon mega und wie gesagt, ich war noch nie hier und ihr wisst ja, es ist immer wieder geil, wenn man mal in einem neuen Bikepark unterwegs ist und vor allem ein geiles Sponsors-Meeting hat mit dem Dude hier. Mega. Let's go. Mit dem Anleger aus Fett. Oh, wir haben gerade so ein Drum and Bass Lied gehört und das geht die ganze Zeit im Kopf. Und ihr da einfach so. Also ihr seht, ihr habt hier verschiedene Trail-Eingänge. Man kann sich auch Bikes leihen. Ziemlich lässig. Aber was ich noch sagen wollte. Also Danny, wenn du weiterhin für Virus fahren willst, dann habe ich hier eine Challenge für dich. Und zwar, wie wäre es denn, wenn du hier bei dem schönen Holzfeature
einfach die obere Seite weglässt und da vorne abspringt und hinten in die Landung rein. Da oben abspringen, dort hinten rein? Hinten in die Landung rein, dann geht's weiter hier. Und sonst nichts mehr mit Virus? Sonst nichts mehr? Nee, gar nichts mehr. Nichts mehr! Okay, ich probier's. Ja, geht. Alter, du kriegst aber immer Schläge davor. Oh, Alter, hast du gerade gesehen? Ich stand so auf der Pedale. Junge. Junge! Leute, ich wollte jetzt erstmal antesten, ob ich hier komplett drüber komme. Bin einfach fast hier außen gesprungen. Also fast neben der Landung. Junge! Also du musst hier schon gut Speed haben. Aber ja. Also man sollte nicht zu viel Speed geben, weil sonst springt man irgendwo sonst hin. Echt ungewohnt, weil erst kommt das Holz und dann verschwindet das Holz. Dann geht's runter und dann kommt die Landung. Yes! Mission completed! Respekt, Alter. Also schaut euch nochmal das Element an. Was wird das haben? 8 Meter bestimmt, oder? Also das könnte auf jeden Fall 7 bis 8 Meter. Ist schon sportlich, das Teil. Mega! Ich bin glücklich, weil ich bin 2-3 Mal angefahren und ihr wisst, wie es ist. Wenn man sich was in den Kopf setzt und das unbedingt will und dann kann man es doch nicht, kotzt einen einfach nur an, deswegen musste ich jetzt durchziehen. Bist du zufrieden? Ja, bist du zufrieden. Bin ich, darf ich weiterhin für Virus fahren? Auf jeden Fall. Na, eigentlich. Geil, Mann. Also, ich habe gerade schon gesagt, ich habe schon ein bisschen Adrenalin. Ihr wisst selber, so ein Sprung, man muss schon ziemlich schnell anfahren. Und die Strecke davor ist ziemlich ausgewaschen, also da kann ich euch gleich noch mal kurz zeigen. Da oben liegen übelste Steine drin und der Regenguss hat ja einiges getan und deswegen bin schon 2 Mal von der Pedale abgerutscht, aber durchgezogen, mega. Leute, ein was noch dazu, ihr wisst ja immer, wie es ist, wenn man neue Sprünge springt. War hier bei mir anfangs auch so, ich habe überlegt, scheiße, wieder riesen Holzobstacle. Ihr wisst selber, wenn man da hängen bleibt, ist es nicht ganz so geil. Aber ich habe mir dann vorgestellt, eigentlich ist es ja ein großer Absprung und eine relativ flache Landung. Also im Grunde genommen eigentlich nur ein ziemlich fetter Stepdown. Und wenn man sich das Holzteil wegdenkt, ist es auch machbar. Also ging wirklich gut. Ihr wisst selber, erste Mal immer sowas probieren. Gar nicht so easy, aber es war doch mehr als, also nicht mehr als easy. Man muss schon ordentlich laufen lassen, aber es ging auf jeden Fall besser als gedacht. Cool. Was hast du eigentlich für eine coole Brille hier? Oh, eine Virus. Oh, geil. Oh, wollt ihr mal meine sehen? Oh. So Leute, bisher ein ziemlich geiler Tag. Wir schauen jetzt den Drift Masters. Norbert hat mir dann unbedingt noch was zu zeigen auf der Gitarre. Und es gibt... Ja, doch, doch. Du hast nachher auf jeden Fall noch einen Auftritt. Und schaut mal, was wir jetzt hier machen. Oh, ich habe einfach im Müll gefilmt. Also, es gibt Käse. Dazu Pilze, Salami, Schinken und Paprika. Das reicht. Aber, was eigentlich noch viel geiler ist, schaut mal, was hier drin wartet. Wir machen jetzt selbstgemachte Pizza. Nach so einem Tag, perfekt. Also Leute, es läuft immer noch Driftmasters. Ihr hört es, der Verstärker. Und er hat vorhin gesagt, ich soll das Ding komplett springen. Das heißt, ich sage ihm, er soll jetzt was Geiles spielen. Vielleicht kann ich ihn ja ein bisschen aus der Konzentration bringen. Aber es sieht hochkonzentriert aus und ziemlich fett. Ja, da war's. Ah, da war's, da war's! Man muss dazu sagen, er war in der Band. Wie lang? 3 Jahre. 3 Jahre in der Band, also der Kollege hat's drauf.
kann nicht nur geile Brillen verkaufen, sondern auch Gitarre spielen. Okay Leute, wir sind am Ende des Videos angelangt. Wir haben uns jetzt noch die Pizza echt schmecken lassen. War richtig geil. 5-Sterne-Koch. Also der kann nicht nur Brillen verkaufen und gut sponsern, sondern auch astreine Pizzen machen. Pizza-Back, genau. War ein ziemlich geiler Tag in Bärfelden. Geile Strecke. Ja, also krasse Jumpline. Hat mich echt gefreut, dass es so funktioniert hat. Und natürlich auch der Tag heute mit Norbert. Mega cool, dass es geklappt hat, dass wir uns hier getroffen haben. Das war richtig toll, dass du die Zeit gefunden hast, vorbeizukommen. Gerne. Und dass wir den Tag miteinander verbracht haben. Hat mich richtig gefreut. Machen wir mal wieder. Können wir gerne wieder machen. Ja. Deswegen hoffen wir, euch hat das Video gefallen. Wenn es so ist, lasst ein Like da, abonniert den Channel. Folgt auch Virus. Die haben astreine Brillen. Habt ihr ja schon in mehreren Videos gesehen und heute nochmal vermehrt, denn wir sind mit der gleichen Brille rumgefahren. Also, wir hoffen, euch hat es gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.